Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 6. Juli 2019. Ich bin täglich telefonisch erreichbar von 10 bis 23 Uhr in meinen eigenen Hotline. Und diese Gespräche sind persönliche Gespräche. Mein Telefonnummer befindet sich unten in Infobox und Ende dieser Aufnahme wird es nochmal eingeblendet. Ich biete auch die Blitzberatungen an, geht auch blitzschnell, eine konkrete Frage, eine konkrete Antwort, selbstverständlich anonym. Diese Videoberatungen veröffentliche ich in meinem anderen Kanal, Venezianisches Liebesorakel. Mein Honorar beträgt für nur 10 Euro. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie hatten einen ganz präzisen Kalendersystem gehabt und lebten mit der Natur im Einklang. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich diesen Kalender, diesen Maya-Kalender näher bringen. In diesem Kalender sind es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Wellen bedeutet Schwingungen oder Frequenzen. Wir befinden uns in der 16. Welle und es wird von Kip regiert. Kip bedeutet übersetzt Eule. Und das ist das Welle des Wissens und Welle des Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort Weisheit zu erlangen, in die Tiefe schauen, in die Tiefe Zusammenhänge erkennen, alten Schmerz loslassen, befreit zu sein von Ängsten und bedeutet dann für uns eine innere Reinigung, innere Wahrheit, innere Kraft und inneres Wachstum. Diese Welle dauert bis 6. Juli. Wir sind im 13. Tag dieser Welle und ab morgen beginnt eine neue Welle. Weil das ist der 13. Tag, regiert auch die Zahl 13 und das haben die Mayas so gezeichnet. Eine Linie bedeutet 5, das zweimal ergibt 10 und dann noch die 3 Punkte, die 3 Zahl 3 noch dazu. Also das ist die Zahl 13. Bei Mayas ist das eine heilige Zahl, genauso wie die Zahl 20 auch. Und 13 bedeutet eine Wandlung zum Schönheit. Das ist der Energie der 13, was bewegt Richtung Ziel, Richtung Schönheit. Bedeutet auch Zielerreichung, etwas im krönenden Abschluss bringen und dann kommt die nächste Entwicklungsstufe. Die heutige Tagesenergie zeigt sich bei Lamat. Das ist der Sternenhimmel und steht mit Venus Energie in Verbindung. Übersetzt heißt Lamat entweder Hase, ist auch die Krafttier, oder Sternen. Lamat verspricht Harmonie, Schönheit, Kunst, Kreativität und Liebe. Das ist wie eine heilige Hochzeit, mit dem schöpferischen Kraft, mit dem Schöpfer in Verbindung zum Sein, bedeutet auch Samen, etwas aussehen, was zum krönenden Abschluss kommt, zum Schönheit aufblüht. Diese Energie bedeutet Tanz des Lebens. Und das war meine heutige Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.